Hallo, hier ist wieder Milchbrand XY, einfach Milzi. Heute geht's weiter mit Subnautica Bello Zero, Teil 27. Ich will heute mit euch nochmal dahin, wo der Würfel war. Und da ist er unten die Schlucht, da will ich noch rein. Das habe ich heute so vor. Du nicht. Das. So. Geht's los. Halt. Nee. Ja, einmal Leben mitnehmen. Das Essen machen wir unterwegs, aber trinken brauchen wir. Okay. Die Batterie. Die können wir mal wechseln. So, aber das Scanner ist da, das braucht man nicht. Das brauchen wir nicht. Dafür haben wir das Reparatur und Laser, falls wir das brauchen. Glaub's nie. Tiefenmodul haben wir jetzt hier gebaut. Ja. Okay, machen wir dann. Theoretisch bei meiner Fahrweise brauche ich einen automatischen Reparatur. Wollen wir mal sehen, wie weit wir kommen. Ja. Wir müssen Richtung da und dann nach links leicht abbiegen. Ich hoffe mal, ich habe jetzt alles mit. Nie wieder die Hälfte vergessen, wie immer. Und da in der Schlucht da unten, da waren ja die hässlichen Viecher hier, die mit den vier roten Armen da. Von denen mich nicht erwischen lassen. Guck mal, hier ist die Schlucht schon, oder? Ist das die schon? Aber Wasser habe ich gesehen, wird knapp. Das kann man gleich mitnehmen. Ja. Ab geht's. Also Titan und so werde ich sein lassen. Also, oder die Dinge, die haben wir ja schon erforscht, da kommt nur Titan raus. Auf die Reihe. Ah. Hier runter müssen wir irgendwie. Mal Hallo sagen. Hallo. Sorry. War absichtlich. Da haben wir schon mal einen Teil. Aha. Am Außen erwischt. Da kriegen wir vielleicht alle Seebahnteile hin. Fragmentteil ist das. Okay. Hier oben erstmal abgucken oder wollen wir erst runter? Oh, da kann man nochmal Hallo sagen. Hallo! Ich bin der Neue. Ich habe Gas gegeben, angedrückt, gesteppt. Ich bin der Neue. Mit mir ist nicht leicht Küchen essen. Die Gallersäcke gibt es hier auch. Guck dann.
Gut, irgendwo haben wir das ja auch schon gewusst. Was ist das? Ein Jahrmann-Teil. Gut. Finish. Ja, auch gleich. Nehmen wir mit, nehmen wir auch mit. Mal Luft schnuppern nochmal. So. Sorry. Ist das was? Nee. Hier unten was Besonderes, also die Diamanten. Und Diamanten, ne? So. Okay. Ach, gut. Da haben wir aber fast übersehen. Wie gesagt, für meine Fahrweise brauche ich automatischen Reparaturkit. Mal ein kleines Auge auf die Luft werfen. Ich glaube, ich denke mal, mehr Diamanten brauchst du dann ohne mitnehmen. Oder? Guck mal, wie viel wir schon haben. Aber lass mal die jetzt. Nur einsammeln, was so ein bisschen besonders ist. Ich habe mir letzte Nacht oder vorletzte Nacht auf die Zunge gebissen. Aber nicht vorne, sondern hinten. So Richtung Gaumen hinter. Das tut weh. Du kannst kaum richtig reden. Wenn ich mit reden habe, ist es eh bisschen schwierig. Mein Stotterzeug. Naja. Geht mal rüber. Haben wir noch was? Oh, Magnet, oder? Ja. Hat sich auch schon gelohnt. Aber ich habe die komischen Viecher noch mal gesehen mit den langen Armen. Die werden schon kommen. Das sind ja keine Viecher, das sind ja Pflanzen. Da haben wir was. Okay, kann man nicht. Da ist noch was. Ja. Wie viel Luft habe ich noch? Genug. Ah, hier. Die Dinger meinte ich. Die hässlichen kleinen Pister. Ein Scanner. Ich will mich nicht erwischen lassen. Die sind ja hässlich. Weg. Wo ist das Auto? Tun wir gleich mal Hallo sagen. Nee, warte mal. Reparieren. Okay.
Kann man die blitzdingsen? Was ist das denn? Schade. Schade, schade, schade. Da hinten ist noch einer. Haben wir jetzt alle Teile? Haben wir alle Teile? Haben wir eigentlich alles, oder? Ja. Mehr gab's ja nicht. Aquarium, Sebanfrapgator, das Eckteil für Krebs, Schlafabteil, Sebanfrachtabteil und ein Teleporterabteil. Haben wir alles. Wie viel Platz haben wir? Kann man noch was mitnehmen? Okay, das haben wir. Datenmodul. Code. Ja, merken wir uns merken. Tiere, Fleischfresser. Das ist ja doch ein Tier. Okay. Na gut. Gehen wir eins höher und dann hauen wir nochmal ab. Zu weit weg. Da ist noch was. Aber die haben wir ja schon alle. Ja. Theoretisch kann man ja hier von hier verschwinden. Ich bin nicht leicht verwirrt. Warte mal. So ist hoch. Okay. In der Fahrweise. Wahnsinn. Da ist noch was. Aber guck mal, was ich da sehe. Da muss ich ganz langsam ran, sonst wäre ich erwischt. Nein! Ich hab da schon noch... Ich schmecke nicht gut. Was ist denn hier los? Okay. So, du kriegst einen Schock. Geh weg. Ding. Mach jetzt heben. Ja, mein armes Herzl. Mann, da denkst du, bist du von den innen befreit gewesen und boop, ab in den nächsten Rachen rein, ey. Böse. Hab ich jetzt keinen Platz mehr drin? Ja. Ab nach Hause. Ah!
dahin. So, jetzt sind wir wieder zu Hause. Mal was Neues machen. Nee. Okay. Ein Tiefenmotor für den Krebs wär besser. Aber naja, man kann nicht alles haben. Einen Kaffee machen, was zum Trinken nebenbei noch machen, ist das Leben nicht schön. Und dann fangen wir an, die Seebahn zu bauen. Aber denken wir, das werden wir im nächsten Teil machen. Das war heute ein kleiner Teil. Damit das Seebahn wird vielleicht länger dauern. Ich sag's erstmal Tschüssi, euer Milzi, bis zum nächsten Mal zu Subnautica Ballet Zero. Bye-bye.